Ja, hallo, einen wunderschönen guten Morgen, live von der schönsten Insel der Welt, live aus Zypern, Peru Place. Ja, und wir sind wieder zurück im Bus-Simulator 21, Next Stop. Es steht einiges an, liebe Freunde. 30. August kommen die Schulbusse endlich, warten wir ja schon lange drauf. Und auch die Tram kann nicht mehr lange auf sich warten lassen, weil, wie gesagt, die soll ja im vierten Quartal erscheinen. Und das beginnt ja schon am 1. September. Also, es steht in den nächsten ein, zwei Monaten einiges ins Haus. Gut. Und genau aus dem Anlass habe ich nochmal eine neue Karrierekarte angelegt. Und ja, die werden wir mal, bis es soweit ist, ein bisschen ausbauen mit neuen Linien. Und ja, wisst ihr, ich bin schon lange nicht immer gefahren, ne? Die ganze Zeit immer nur Fernbus, jetzt fahren wir mal wieder Nahverkehr. So, dann lassen wir die Zeit mal so ein bisschen vorspringen. Eine Linie gibt es schon. Warte, gucken wir uns vorher mal kurz an. So, hier schön. Hoppala, von der Central Station. Was ist denn hier los? Wieso kann er sich hier nicht bewegen? Was ist denn hier los? So, quer durch Highlander Park und Lakeside View. Hier kratzen wir St. Anthony nochmal kurz mit an. Sollte gut laufen, die Linie. So, ja, dann rufen wir uns doch mal einen Bus ran hier. Schickt mir das liebe Dorfklavier doch gleich wieder eine Nachricht. Der ist am Morgen schon wieder fleißig, ne? Unglaublich. So, wir übernehmen mal hier kurz das Steuer. So. Die ganze Verwaltung haben wir eingeschaltet. Sprich Tempomat. Dann geht's mal los. Ja, wir fahren jetzt hier als Anfangsfahrzeug mal den Citaro. Also Standardmodell, ne? Ups, muss aufpassen. Ja, der Kollege hat lange Holzstämme an Bord. Nicht, dass ihr euch wundert, ich habe, und das hat sich eigentlich bewährt, die Zahlung mit Karte aktiviert. Das heißt, wir haben zwar Fahrkartenverkauf, aber die Kollegen zahlen mit Karte. Ist ganz angenehm, da müssen wir nicht mehr rumschustern da mit dem Wechselgeld. Nicht, dass ich nicht rechnen könnte, aber das dauert immer ewig, die Zeit, ne, bis du das Kleingeld da rausgefusselt hast. Ich denke, in der heutigen Zeit muss das nicht mehr sein. So. Oh, da bin ich jemand Fahrkarte. Ich fast übersehen. Entschuldigung. Ganze Gedanken hier. So, Wille. Eine. Zack. Hier, nächste. Zentrum-Ticket. Tagiskarte 1, bitteschön. Passt. Sitzt wackelt in der Luft. Und schon haben wir die erste Verspätung hier. Ja, Fahrgäste halten nur auf, ne? Sag ich auch immer. Der Bordstein wieder hier, ne? Jetzt hätte ich fast ein Wort gesagt, ne? Aber ich bin ja netter. Ich mache es nicht. Und wieder Zolltag. Finde ich gut. Also ist jetzt noch nicht so die Bombe, ne? Wir haben erst zwei Fahrzeuge hier im Gebrauch. Also kommt noch nicht so viel rein, aber wir sind im Plus. Das ist, ne, das ist wichtig. So, normale Fahrkarte, Wochenfahrkarte. Einmal, bitteschön. Was? Ach, jetzt pinsel nicht rum. Was will er denn? So, was will er denn? Normale Fahrkarte, Wochenkarte 1. So. Habe ich das nicht auch ausgewählt?
Naja, egal. Da diskutiere ich nicht. Oh, da steht schon ein Rolli. Dann brauchen wir auch gleich die Rampe. Ja, wo ist sie denn? Wo ist... Warte mal. Wieso kommt die Rampe nicht raus? Junge, geht das wieder los hier. So, warte. Einfache Karte. Erstmal die Karten hier. Senioren einfach. Bitteschön. Zack. Normal. Tageskarte einmal. So, das war das. So, was ist jetzt mit diesen. Entschuldigung, pissigen. Ach so, die ist ausgefallen. Ich höre die nicht. Wieso hört man die nicht? Das ist ja völlig irritierend. Okay. Aber wenn sie rausgekommen ist, ist ja alles gut. Die Verspätung wird allerdings auch immer mehr, wenn das so weitergeht. Fahrgast nicht mitgenommen. Jetzt steige ich nicht mehr durch. Ist egal. Wenn die zu blöd sind einzusteigen, kann ich nichts dafür. Wir fahren weiter. Jetzt haben die Bagaluten uns eh schon 2 Minuten Verspätung eingebrockt. Ne, jetzt müssen sie sehen, wie sie klarkommen. Blinker soll ich nicht wieder rausnehmen, ist richtig. Was? Keiner will Fahrkarten? Okay. Dann halten wir uns hier gar nicht weiter auf. Wieso fährt er jetzt wieder nicht hoch? Das verstehe ich nicht. Ich habe nämlich automatische Absenkung eigentlich aktiviert. Schauen wir mal. Aha, die hintere Tour war noch auf. Okay. Das war jetzt vom Navi nicht gut zu erkennen, aber egal. Fahren wir eine kleine Runde hier. Ist egal, wir haben ein bisschen Verspätung. Ich finde es so rum eigentlich sogar schöner, so gesehen. Einen Kaffee schlürfen, ne? Von wegen. So, Abgang. So, jetzt ist ein bisschen die Verspätung wieder rein. Und ja nicht als Sonderfahrt in mir, ne? So, hier wird es ein bisschen kurvig. Ja, hier muss man immer kurven auf der Ecke. Wir halten hier.
Ah, wir haben, ja, Cedar Square, das ist bei dieser Klinik, glaube ich, ne? Das sieht gut aus. So, Student, einfache Fahrt, einmal, Tschüssikowski. Das war's auch schon wieder. So Leute, natürlich nicht vergessen, wenn es euch hier gefällt, das Ganze, ne? Lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da, ne? Gerne auch auf Facebook, auf dem Schwesterkanal, da findet ihr die ganzen Replays, ne? Lasst ein bisschen Liebe da, Like, Follow oder Abo, kostet euch bei YouTube auf jeden Fall überhaupt nichts, außer einem Fingerzucken, ne? Für mich ein großer Support. Dankeschön dafür, ne? Und gerne dürft ihr auch natürlich reinschauen bei unserem neuen Partner EMP. Da findet ihr alles Merch rund um Film, Games, Musik. Schaut einfach mal rein. Mit jedem Kauf unterstützt ihr diesen kleinen charmanten Kammer. Dankeschön dafür im Voraus. Und ich glaube, hier haben wir jetzt schon mal die erste Runde von der ersten Linie beendet. Ja. Bitte alle aussteigen. So sieht's aus. So, jetzt bringen wir die Kiste zur Central Station und da übergeben wir nicht uns, sondern den Wagen, kleines Wortspiel, an den Kollegen und dann widmen wir uns ja, der weiteren Streckenplanung. Langsam komme ich wieder ein bisschen rein. Bei den Fahrtsimulatoren, ihr kennt das selber, ne? Wenn man die eine Zeit lang wieder nicht gespielt hat, ne? Man muss erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. So. Gerade mit dem Controller ist es ja immer so eine Sache. Jetzt übernimmt hier erstmal der Kollege. Ich finde es immer wieder schön von der Grafik her, diese zentrale Bus- und bald auch Tramstation. Finde ich sehr, sehr nice. Schön. Die Kollegen sorgen weiter für Umsatz. Wir kümmern uns ein bisschen um die Routenplanung. Ich habe mir gedacht, dass wir uns erstmal hier um diesen Block kümmern. Ne? Also West Oakwood, Oakwood, St. Anthony, Lakeside View und Highlander Park. Die letzten beiden haben wir ja schon miteinander verbunden. Jetzt will ich erstmal die aufgezählten Bereiche hier miteinander verbinden, also dass wir hier jetzt den Norden, den Highlander Park mit West Oakwood und St. Anthony und Oakwood. Muss ich mal kriegen, es hört sich so wie ein Würgereiz ein bisschen an. Oakwood, ja, egal. Also diese Stadtteile verbinden wir alle miteinander, bevor wir jetzt weiter nach außen gehen. So war der Plan. Gut, dann gehen wir mal ins Planungstool, stellen uns auch eine neue Route. Ja, ich richte mich jetzt hier natürlich nach der Nachfrage. Jetzt müssen wir mal gucken. West Oakwood. Ja, ist fast über den gesamten Tag diese gesamten Gebiete ausgelastet. Da kann man also eine Ganztageslinie definitiv einplanen. Jetzt müssen wir mal gucken, von welchem Ende wir jetzt hier losfahren. Ja. Das sieht schon mal gut aus. Und natürlich sollten wir schauen, dass die Linie einigermaßen ausgelastet ist. Wir machen mal hier die große Hafenrundfahrt, wie ich immer so sage. Mal gucken. Das ist ja einigermaßen ausgeglichen natürlich hier haben. Jetzt haben wir schon ja, 4 Haltestellen.
ausgestiegen wird. Jetzt brauchen wir mal eine Einsteigerhaltestelle. Das heißt, wir machen hier mal so einen kleinen Bogen. Das hier weiter. Also ich möchte jetzt hier, ne, einmal noch St. Anthony mitnehmen und dann hier oben wieder hoch zur Central Station. Das ist so der Plan, damit ihr ungefähr versteht, was hier in meinem Kopf vorgeht. Das sieht gut aus. Chinatown, genau. Geht immer. Einheimische und Touris essen da gerne, also insofern gute Streckenauswahl. Jetzt wollen wir natürlich auch versuchen, dass wir hier die ein oder andere Streckenüberschneidung kriegen. Das heißt, dass die Leute Gelegenheit haben, natürlich auch umzusteigen auf der Strecke. So, das Verhältnis ist jetzt momentan nicht so prickelnd, ne? 4 zu 7. Wir müssen mal gucken, ob ich das später nochmal ändere. Aber ich habe hier, wenn ich den Bogen mache, ja nicht so viel Auswahl, ehrlich gesagt. Weil hier zwischen kommt ja die Hauptstraße mit der Autobahn. Dann müssen wir hier ewige Umwege fahren. Das ist auch nicht so der Sinn der Sache. Hilft nichts. Ich lasse es jetzt so. Ist jetzt nicht perfekt ausgelastet, aber ich glaube trotzdem, dass das eine erfolgreiche Strecke wird. Schon allein wegen den Umsteigemöglichkeiten. Ja. Warte mal. Hier langfahren. Nee. Wie ich es drehe oder wende, Leute, es wird nicht besser. 4 zu 7. Aber ich nehme es jetzt so, wie es ist. Wir machen da jetzt auch keinen großen Tanz. So, das ist Routentyp Schleifenmodus. Das lassen wir auch erstmal so. Ja. Bäm. Ja, ihr seht schon, ich bin jetzt nicht so ein Fan der Übernahme, automatischen Übernahme von Fahrzeugen, weil ich das gerne selber in der Hand habe, welches Fahrzeug genau wo fährt. Deshalb nehme ich das nie an. Wir müssen jetzt aber erstmal für die neue, brandneue Linie Busse kaufen. So, das heißt, wir werden auch hier für den Stadtverkehr ein Citaro nehmen. Beziehungsweise, ich habe mir jetzt immer angewöhnt, so, ja, mindestens zwei Busse eigentlich gleich einzuführen. Hallo, Entschuldigung. Ich wollte da rein. Damit also gleich ein gutes Einkommen reinkommt pro Strecke, ne? So. Ist ja schon an. Oh, der ist schon an. Der läuft ja hier schon wie Brot. Dann mal gleich raus hier. So. Willst du? Ja, ich will. Sehr schön. Dann fahren wir erstmal gleich raus und teilen den Bus der Route zu. So, packen wir mal kurz hier. Und dann gehen wir nochmal in die Routenverwaltung. Wo ist er? Da ist er. Jawohl, ja. Und dann fahren wir doch gleich mal eine Runde testweise. Zu sehen, wie die Linie funktioniert. Wenn wir schon unterwegs sind.
Alter, was stehst du denn da rum? Was ist denn hier los? Da träumt er mitten auf der Straße, ne? Kannst du nicht ausdenken. Schnell, aber habe ich überhaupt die Geschwindigkeitsbegrenzung drin? Ich glaube nicht, ne? Junge, ich geige hier volle Möhre durch und merke das gar nicht. So, rein da. So, sonst noch jemand ohne Fahrschein? Nein. Okay. Ja, wir starten da ja ein bisschen dynamisch durch, dass wir gleich die Verspätung ein bisschen einholen. Verspätung haben wir mal automatisch, wenn wir aus dem Depot kommen, weil wir müssen ja erstmal zur ersten Haltestelle, je nachdem wo die ist, kann es ja mal ein bisschen länger dauern. Schnellreise hilft da nicht so wirklich. Oh, da haben wir schon eine Tram. Ladies and Gentlemen, die Tram. Demnächst auch für Sie fahrbar, meine Damen und Herren. So. Geil, ich habe eine Karte. Na gut, dann kriegt eine. Da, Tageskarte. So. Alter! Junge! Ich muss die Lenkung mal anzeigen stellen. Ich glaube, die geht hier gerade zu leicht. Hab ich ja volle Möhre auf dem Bürgersteig geswutscht. Damit gleich nochmal jemanden umgenietet. Junge! Das soll natürlich nicht sein. Ich brauche einen Steuer, Freunde. Ich brauche einen Rat. Das ist eine Katastrophe. Das Gefühl mit dem Lenkrad ist komplett anders als mit dem Controller, ne? Da kann man sagen, was man will. So, die erste Krankenhausrechnung muss ich schon mal bezahlen. Wir wünschen gute Besserung. Okay, keine Fahrscheine. Dann nicht. So, Freunde, ihr steht da suboptimal. Ja, nee, das mache ich jetzt nicht mit, das Theater, Freunde. Das könnt ihr knicken. So. Ich liebe diesen Stadtteil, den haben sie richtig schön gemacht. Kein Regen. Ah, jetzt. Okay. Ja, machen wir gleich an den Scheibenwischer. Erstmal geht's hier weiter. Öha.
Ja, ich weiß, dass ich zu spät bin, habe ich ja schon gesagt, Freunde. Ist so, kann ich nichts beim machen jetzt gerade. Aber auch diesmal einsteigt und nicht wieder dumm rumsteht. Ich bin mal versucht, die Rollis auszuschalten, weil auch wenn du die ausfährst, die Rampe, die steigen nicht immer ein und dann beschweren die sich im Nachhinein, dass sie nicht mitgefahren sind. Ja, also, bisschen verrückt. Aber ich lasse sie jetzt erstmal drin. Ach, hier parkt schon der Kollege. Moment. Komm, fahr zu jung. Muss auch weiter. So ist brav. Also hier haben wir auf jeden Fall auch schon mal die ersten Überschneidungen mit der anderen Buslinie. Das ist gut. Also zwei mindestens, ne? Einmal hier ist die Drift Square und einmal natürlich an der Central Station. Jetzt eins am anderen, Freunde. Jetzt wieder 10 Sachen hier auf einmal von mir. Das muss jetzt warten. Tut mir leid, Freunde. Jetzt haben wir erstmal die Karten raus und dann hauen wir auch gleich die Rampe raus. So. So. Jetzt kommen wir zu eurer Rampe. Ist die jetzt raus oder nicht? Nee. So, da ist er. So, da haben wir die Runde doch zu spät, aber dennoch erfüllt. Trotzdem Handicap mit der Verspätung gleich am Anfang haben wir das eigentlich ganz gut gemeistert, finde ich. Ja, wir fahren den jetzt auch zurück zur Central Station. Dann werden wir den zweiten Bus uns anschaffen, werden wir ein bisschen mal die Lackierung angucken. Und Werbung natürlich, ne? Die sollen ja auch ein bisschen Kohle einbringen, hier, die Jungs. Ziehen wir mal weiter.
Stehe ich hier falsch? Alter, an das Terminal gerade vorbei. Das ist ja jetzt. Moment. Das müssen wir jetzt hier links hoch, oder was? Was will er denn jetzt? Ich dachte, der fährt hier unten. Na gut, schauen wir mal. Warte mal. Das werden wir gleich rausfinden. Bisschen rangieren und was will der denn? Sehr merkwürdig. Ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen verfranst. Wie auch immer, hier übernimmt der Kollege. Das soll jetzt auch nicht mein Problem sein. Ich habe Schichtende. Kann sich der Kollege drum kümmern. Dafür hat man sie. So, Linie 2 nach Sierra Street ist besetzt. Wir gehen wieder ein bisschen einkaufen, nämlich den zweiten Bus für diese Linie. Wetter hört auch nicht auf hier, ne? Haben wir ein Glück. Und das ist, haben wir gerade gesehen, das ist die KI, die ich meine, die so ein bisschen wenigstens intelligent ist. Ne? Die sieht, wenn du einen Blinker draußen hast, einscheren willst, die lassen dich sogar einscheren. Nicht gleich jeder, ne, aber die meisten. Und das ist schon mal okay, finde ich. Ne? So sollte das sein. So, machen wir die Bremse rein hier. So, Fahrplan 2. Zack, Vollzeitfahrzeug. Le Mercedes. Bitteschön. So. Die beiden sind zugewiesen. Ein Traum in Schleiflack. Jetzt werden wir mal auch kurz uns um die Lackierung der beiden Bagaluten hier kümmern. So. Die beiden Fahrzeuge der Linie 2. Einer, und mit dem fangen wir gleich an, der kriegt natürlich hier die Chinatown-Lackierung. Ich liebe die. Und da können wir dann auch gleich die Werbung für die China-Restaurants draufpacken. Ist perfekt. So. Mit den Drachen hier. Jawohl. Passt perfekt. Dann, Werbung. Chinatown, genau. Und die Innenausstattung, schauen wir mal, welche Farbe. Es müsste so blau sein. Die ändern wir mal so auf rot. Rötlich. Zack, hier so in der Richtung. Ja. Sieht gut aus. Bockhaus. Genauso machen wir das. Ach so, Nummernschild. Ich habe jetzt nur eingeführt, dass ja auch Angel Shore Nummernschilder kriegen, wie sich das gehört. Die Nummer ist ja hier eigentlich jetzt ganz egal. Aber, ja. Ne, sieht da gleich besser aus. So. Den Kollegen haben wir. Und die Nummer 2 hier nehmen wir auch noch gleich mit. Dann haben wir das durch. Ja, ihr wisst, ich bin ein Fan der Vollverklebung. Da brauchen wir nicht lange rumwursteln, was, ne? Das ist. Haben wir jetzt mal so ein bisschen was Neutrales. Wir hatten doch so eine reine Angel Shore Lackierung. Die kann man immer wieder mal nehmen. Warte mal. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ah, Gamescom, ja, ist ja gerade aktuell Thema, ne? Die, passt ja eigentlich, ne? Warte mal. Passend zum Anlass gibt's heute hier die Gamescom-Lackierung.
Jetzt passt die Chinatown-Werbung da jetzt aber nicht so dolle zu, ne? Hm. Was haben wir denn noch? Planetarium, Spring of Wind. Save the World, Clean Energy, bla 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 bla. Arnold Park. Das Einzige, was da noch ein bisschen zupassen würde, optisch, nee, auch nicht. Nachtclub hier. Die stört auch. Die sieht doof aus. Dann fährt der jetzt ausnahmsweise mal ohne Werbung. Das ist so. Dann ist das so. Machen wir doch gar nicht lange rum. So, die blauen Sitze passen, da müssen wir jetzt auch gar nichts groß ändern. Jawohl. Läuft. Das dürfte dann eigentlich auch der sein, den wir jetzt gerade gemacht haben. Jawohl, das ist jetzt unser Gamescom-Bus. Sehr schön. Nach der ganzen Arbeit, finde ich, haben wir uns tatsächlich ein bisschen Entspannung verdient. Das heißt, ich werde den Bus mal abgeben. Wir werden jetzt mal mitfahren und ein bisschen den Controletti machen. Mag ich immer wieder gern. Schwarzfahrer rausziehen hier. So, wo ist der Kollege? Da ist er. Lass ihn mal kurz Platz nehmen. Jawohl. Dann nehmen wir mal kurz hier Platz. Ich glaube, die Kombination von den beiden Linien ist schon mal richtig gut. Und ich glaube, mit der dritten Linie könnten wir jetzt eigentlich schon fast diesen Block, diese Insel, sage ich mal, mit diesen ganzen Stadtbezirken schon mal in sich schließen. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir den ein oder anderen Schwarzfahrer erwischen. Wir müssen ja unsere Kassen füllen, ne? Wir haben jetzt eine Menge investiert. Leute, wo ich hier die Schienen sehe und vorhin auch die Tram, ich kann es kaum erwarten. Ich bin sehr gespannt, wie es ist, mit dieser Tram durch diese Stadt zu fahren. Und nicht vergessen, das Ganze gibt es ja nicht nur in der Angel Shore, sondern natürlich auch auf der anderen Karte, ne, auf Seaside Valley. Also ich finde die in beiden Städten interessant. Wo ich sagen muss, in Seaside Valley, in der alten Karte, aus dem Vorgänger, finde ich die eigentlich nur attraktiver. Weil da haben wir so diese klassische europäische Großstadt. Und damit der Tram durchzukurven, das wird bestimmt cool. Ich bin auch gespannt, ob und in welcher Form Signale da sein werden. Wie weit die für uns eine Rolle spielen. Ich erwarte jetzt natürlich nicht so eine Spieltiefe, jetzt, was weiß ich, wie Tramsim oder so, oder Trainsim World, ne? Aber so ein bisschen, ja, sollte schon dabei sein. So Minimum. Ich bin gespannt. So, worauf warten wir hier jetzt? Auf den ersten Schneefall oder was? So, übrigens, ein schönes guten Morgen in die Runde. Wir sind unterwegs im Bus-Simulator 21, Next Stop. Und da jetzt Ende des Monats endlich der Schulbus kommt, habe ich mal eine neue Karte für uns angefangen, die ich vielleicht später auch mal als Multiplayer mache, die wir, wenn ihr Lust habt, auch online zusammenfahren können. Jetzt warte ich gerade, dass die Kollegen mal losfahren. Ich wollte eigentlich jetzt mal ein paar Schwarzfahrer abgreifen.
Aber irgendwie geht's ja nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Wir flirten mal ein bisschen mit dem Fahrgast da vorne. Du weißt schon, dass wir jetzt weiterfahren können, oder? Oder ist gewerkschaftliche Pause? Keine Ahnung. Gut, Madame. Oder der Herr, ich bin mir da jetzt gerade nicht ganz sicher. Dankeschön. Jetzt sag nicht, der backt hier. Jetzt warte mal. Ansonsten steigen wir mal aus, das geht so nicht. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hallo! Kannst du mich mal rauslassen hier, Kollege? So, dankeschön. Das müssen wir jetzt mal kurz schauen. Unser Gamescom-Bus hängt fest. Sag mal, was ist denn da los? Okay, das soll uns jetzt aber nicht interessieren. Das ist das Problem vom Kollegen, ne? Immer schön auf die Kollegen abwechseln, ganz wichtig. So, uns fehlt eigentlich hier jetzt nur noch so, ja, diese Zipfel, sag ich jetzt mal doof. Wir können uns tatsächlich schon mal überlegen, ob wir jetzt hier links mit den Stadtteilen anfangen, ob wir jetzt als nächstes Gold Island hier mal mit anbinden als Erholungsgebiet oder ob wir in den neuesten Teil der Karte hier, also hier zum Beispiel zum Otter Rock Dam und hier nach Hazel Creek fahren. Auch sehr schöne Haltestellen. Sind aber nicht so wirklich ausgeglichen. Also die haben, wenn ich das richtig gesehen habe, mehr Aussteigerhaltestellen als Einsteigerhaltestellen. Wir müssen da mal gucken. Definitiv aber brauchen wir eine neue Route. Ja. Für eine Linienführung ist es jetzt nicht so wirklich ausgeglichen hier, ne? Ja, sorry, ich bin gerade am Überlegen, wie wir das am dümmsten machen hier. So, wir starten hier mit dem... ist doof. Okay, pass auf, wir machen das so, dass wir hier eine Überschneidung haben. Machen wir hier den Bogen. Dann geht's hier weiter. Das Verhältnis ist noch nicht so optimal, ihr seht das schon, ne? Aber ich versuche das gleich ein bisschen zu ändern. Ich versuche jetzt hier die beiden neuen Gebiete mit einzubinden. Wir nehmen hier mit, was geht. Aber wir brauchen hier dringend Haltestellen, wo Leute zusteigen. So. Verhältnis 3 zu 4. So, dann machen wir hier den nächsten Halt. Sind wir da erstmal wieder ausgeglichen. Das wird eine große Runde hier. Plan war jetzt auf der Rückrunde. Ja, Hazel Creek hier mit einzubinden. Ich bin gerade im Überlegen, nicht wundern, dass ich hier gerade ein bisschen komisch rede, weil ich drehe das gerade im Hirn so ein bisschen nach links und rechts, wie das jetzt am besten funktionieren könnte. Ja gut, wenn wir schon die große Hafenrundfahrt machen, dann richtig, ne? So, da wird wieder zugestiegen. Jetzt müssen wir ja wieder zurück zum Terminal. So. Jetzt haben wir ein Verhältnis 7 zu 7. Das ist okay. Und
Und dann geht's hier hin zurück. Das müsste erst 7:8. Es geht aber auch noch. Eigentlich. Warte mal. So. Damit sind alle Klarheiten beseitigt. So machen wir das. Wir probieren das mal. Ich finde die Strecke ganz interessant, weil wir hier vor allen Dingen auch die neueren Gebiete auch mal sehen. Ist aber eben ein bisschen an Fahrzeit, ne? Aber Leute, warum nicht? Ne? Warum nicht? Schauen wir mal ganz kurz auf die Finanzen. 431.000. Gut, ein Bus ist definitiv drin. Wir gehen einkaufen. So, der nächste bitte. Sodala. Das dürfte jetzt interessant werden. Gerade im nördlichen Teil der Strecke soll es ja Wildwechsel geben. Bis jetzt haben wir davon noch nicht viel gesehen. Ich hoffe, dass es jetzt mittlerweile ein bisschen gepatcht wurde, dass da auch tatsächlich mal was zu sehen ist. Bis jetzt hatten wir das Glück nämlich überhaupt nicht. Also vom Wildwechsel haben wir dann noch gar nichts gesehen. So. Jetzt müssen wir erstmal den Bus natürlich wieder der Strecke zuweisen. Da ist er. Wir machen auch gar nicht lange rum. Und machen es auf den Weg. So, das hier die Überschneidung der Linien klappt, haben wir gerade gesehen. Da kam uns schon der erste Kollege entgegen. Das heißt, die drei Linien jetzt in Kombination sollten eigentlich uns ein gutes Grundeinkommen, sage ich jetzt mal, generieren. Für die weiteren Strecken. Kollege, das war aber knapp hier gerade. Aber hier sind wirklich so wunderschöne Streckenabschnitte. Viele davon habe ich tatsächlich, wenn nur einmal gesehen oder vielleicht auch gar nicht. Das hier zum Beispiel kenne ich noch gar nicht. Das ist jetzt gerade so ein Wow-Moment. Sieht richtig cool aus. Also auch wenn man zu Fuß unterwegs ist, und das kann ich euch immer wieder nur, immer und immer wieder empfehlen, steigt mal aus, lauft durch die Gegend. Da gibt es ja auch einiges zu entdecken, auch so Sammlerstücke und so. Aber allein so kleine Details zu finden, macht einfach Spaß. Nehmt euch einfach mal die Zeit. Okay, da halten wir auch nicht. Wo ist denn unser erster Halt hier? Das Hazel Hotel.
wundert es ein bisschen, weil unsere Linie startete ja ursprünglich an der Central Station. Deshalb wundere ich mich jetzt, dass wir gleich bis zum Hazel Hotel fahren. Natürlich sind wir zu spät. Weil wir fahren hier von Pontius zu Pilatus hier, bis wir überhaupt auf der Strecke sind. Ja, ich glaube, das nächste Mal machen wir das als Schnellreise, dass wir dann auch gleich im Fahrplan sind. Ist jetzt nicht schlimm, weil wir wollen die Strecke ja auch erstmal jetzt erkunden und einmal fahren. Alles halb so wild. Alter, der läuft ja voll im Büro rein. Junge, Junge. Nicht gut. So, da sind wir. Verspätet, aber da sind wir. Ja, das wird jetzt ein Ausflug hier. Da sind wir jetzt ein bisschen unterwegs. Vorsicht, Schwellen. Ah, das ist deiner. Sehr schön. So richtig hier ist klassisches amerikanisches Diner. Was ist denn hier los? Keiner braucht eine Fahrkarte? Okay. Fahrt ihr eine schwarze? Was ist los, Jungs? Oder habt ihr schon unsere Jahreskarte? Ich weiß nicht. Rüber. Winke, winke. Junge, Junge, hier geht ordentlich was rein. Wieso wollen die keine Farben? Doch, ich dachte schon, hier stimmt das nicht. So, Seniorenticket, einfach, bitteschön. Mal sehen, ob die See wieder aussieht. Ob der wie so ein klassischer Western-Saloon aussieht. Der Name deutet es ja ein bisschen an, ne? Ah, sieht man jetzt nicht so viel hier. Steht nur einer. Okay.
So, ein normales Ticket, Wochenkarte, bitte schön. Läuft. So, ich glaube, jetzt haben wir eine etwas längere Strecke bis zum nächsten Halt. Ich glaube, das ist jetzt hier auch der Streckenabschnitt, wo wir theoretisch ab und zu Wildwechsel haben. Na, wir sehen ja auch so ein bisschen Waldgebiet links und rechts. Bin mal gespannt, ob wir da mal was mitbekommen von. So, da sind wir schon im Stadtgebiet im regulären, das heißt, ja, war nichts mit Wildwechsel. Aber ist okay, dann nicht. Hier. Super. So, wir haben grün, dann rauschen wir doch gleich durch. So, jetzt sieht es mit der Karte hier so ein bisschen komisch aus. Die rote Ampel überfahren, naja, egal. Ich dachte, ich hätte unsere Ankunft für... Warte mal. B und G. Dann wäre das hier unser Kandidat. Transit Terminal. Endstation. Tatsache. Gut geschätzt. So, raus mit euch. Ich steige auch aus. Und wir gehen gleich noch mal ein bisschen einkaufen und werden die beiden Busse noch mal ein bisschen lackieren. Vorher natürlich lassen wir hier einen Kollegen übernehmen. Wie gehabt. Was? NPC-Fahrer fahren so gut mit 48,876 Effizienz. Noch nicht mal 50%. Was ist denn da los? Okay. Das müssen wir uns bei Zeit nochmal genauer anschauen. Jetzt gehen wir erstmal hier in die Planung, beziehungsweise wir nehmen jetzt nochmal einen zweiten Bus mit dazu. Damit die gut abgedeckt ist hier. So. Schnell zum Busdealer meines Vertrauens. Los geht's. Es lädt immer so zum Anditschen ein, ne? Gerade dieser Poller auf der rechten Seite, ab und zu erwische ich den. Muss man ein bisschen aufpassen, sonst hat der neue Bus dann auch schon gleich eine Delle. Ist dann nicht so toll. So, wir warten ganz kurz hier, denn wir wollen den Bus natürlich der Linie zuteilen. So, hier die Linie 3. Ja,
Und da ist er schon. Warte mal kurz. Hatte ich jetzt so einen schnellen Finger? Warte mal. Der Mann mit den flinken Fingern. Tatsächlich. Unglaublich. Gut. Dann, Cobra übernehmen Sie. Dann kümmern wir uns jetzt gleich nur noch um die Lackierung der beiden. Der Kollege übernimmt. Genauso sollte es sein. Und wir gehen jetzt mal zur Lackiererei. Und schnappen uns einen Bus. Den wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte ein anderes. Unsere neuen Busse natürlich. Der Linie 3. So, da ist er. Jetzt haben wir ja so raus in die Natur. Da können wir ja mal hier eine der neueren Lackierungen nehmen. Beziehungsweise Verklebungen. Da war doch diese Save the Planet und was ist nicht alles. Die nehmen wir mal. Ich muss die jetzt nur mal ganz schnell finden. Ja, das ist auch sehr schön hier. Mit den Fichten. Das meinte ich aber nicht. Bitte. Ja, wo ist er denn? Alles da hier. Von Ostern bis Weihnachten, weißt du? Das. Nein. Wir hatten ihn doch vorhin gerade vor uns hier. Diese Verklebung. Save the Planet. Nee, warte. Das ist ja keine Vollverklebung, das ist Werbung. Ah, siehste. Ha, genau. Das ist ja so eine, sozusagen eine vollverklebte Vollklebe-Werbung. Bla, bla. So, genau. Take the bus, save the world. Jawohl, da bin ich dabei. Ja, dann passen wir auch die Sitze hier mal so ein bisschen an in grün, wie die Natur. Zack. Et voilà. Jetzt ohne Scheiß. Guckt euch das mal an. Das ist ein zufällig generiertes Nummernschild. Wenn ich das nehmen will. Du hast einen Namen eingegeben, der ein Schimpfwort enthält. Bitte wähle einen anderen Namen. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Aber was richtig nice ist, Freunde, und das könnt ihr euch nicht reinziehen, wenn ich Peru Place in der Schreibweise eingebe, wie es normal der Fall ist, also mit diesen großen Buchstaben auch zwischendrin, dann erkennt er das auch als Schimpfwort. Es ist, ich weiß nicht, was für ein Algorithmus oder Logik dahinter steckt, aber es ist sehr merkwürdig. Sehr, sehr strange. So, den haben wir schon mal ausgerüstet. Kommen wir zum zweiten. Dann kriegt der... Warte mal. Da hatten wir doch noch so eine Vollverklebung mit Werbung. Save the World haben wir. Dann nehmen wir jetzt Clean Energy. Da können wir, glaube ich, auch die Einrichtung so lassen. Ist auch so ein leichten Blö. Obwohl, könnte ein bisschen heller sein, ne? So ein hellblau. Schauen wir mal, ob wir sowas haben hier. So, kicken wir mal rein hier. Ja, sowas hier, das passt. Okay. Nummernschild. Bitte eins ohne Schimpfwörter. Okay. Sieht gut aus. So, erstmal kurz Schluck Kaffee hier. Ist noch früh im Morgen. Ich hoffe, ihr seid auch gut aus den Federn gekommen. Bei mir dauert es immer so ein bisschen. Man wird ja nicht jünger, ne? Wir schauen mal,
ob wir jetzt hier an dieser Stelle noch eine neue Linie anfangen. Lass uns mal reinschauen hier. Obwohl eigentlich, ja, sollten die natürlich jetzt erstmal so ein bisschen Geld generieren natürlich. Warte mal. So, die Linie 3, das ist diese Orange-Route. Wo hört sie auf, wo fängt sie an? Schauen wir mal. Ich bin jetzt nämlich nicht ganz sicher, auf welchem Bussteig die fährt, weil ich bin mir sicher, wir sind da nicht die volle Runde gefahren, wir sind mittendrin eingestiegen. Aber ich glaube, das war hier. Jetzt haben wir ja eben halt dieses Terminal mit mehreren Haltestellen, da müssen wir mal so ein bisschen gucken. Dass wir tatsächlich mal wenigstens einmal die volle Route natürlich fahren, ne? Ist klar. Das wollen wir natürlich schon mal machen. So, ich bin mal, aber wie gesagt, jetzt nicht mehr sicher. Route 3, da ist er. Genau auf der anderen Seite als gedacht. Ist wieder typisch, ne? Gut, dann übernehmen wir den Buskurs. Und jetzt fahren wir einmal diese ganze Route komplett. Genau. Und dann haben wir unser morgendliches Tagewerk schon mal verbracht, würde ich sagen. Da sind wir nämlich jetzt auch ein bisschen unterwegs. Ja, das Umsteigen scheinbar auch gerade gut funktioniert. Was ist das hier? So eine Umlaufstrecke direkt für den Busbahnhof? Das kenne ich so noch gar nicht. Bin ich so noch nie gefahren. Aber interessant mal zu sehen. So, wie fahren wir denn jetzt? Das ist völlig verrückt hier gerade. Völlig verrückt! Ist das... Moment, wir halten zweimal. Wie habe ich denn da geplant? Egal. Hauptsache, wir nehmen die Fahrgäste auf und dann ist alles gut. Also ich baue mir hier Fahrpläne. So, ab die Luzi. Nutzen wir doch gleich. Eieiei, die flitzen hier wieder über die Straßen. Da muss man so aufpassen. Fast noch schlimmer wie die Originale. Ist jetzt nicht die perfekte Halteposition, aber wie auch. Ich stand, glaube ich, ein bisschen zu dicht an dem Kollegen dran. Ich habe bestimmt auch dieses Ruckeln im Bild gemerkt. Beziehungsweise nicht im Bild, sondern von den Bussen.
Okay, und schon wieder Regen. Ja, super. Gut, ich sehe schon, bei der Linie haben wir viele Überschneidungen, was aber gut ist. So, einmal normal, einfache Fahrt, bitte schön. Sonst noch jemand? Nein. Na, hier müht er sich so ein bisschen ab mit den Steigungen, ne? Aber ist nicht ohne die Steigung, das muss man auch sagen. Ja, diese ganze Ecke sind wir ja vorhin gar nicht gefahren. Wir sind also mehr oder weniger mitten auf der Strecke angefangen. Eher sogar zum Ende hin. Okay, dann fahren wir den ganzen Bums mal ab hier. Aber ich glaube, daher haben wir auch diesen komischen niedrigen Effizienzwert der NPC-Fahrer vorhin gesehen. Weil wir die Strecke wahrscheinlich nur zur Hälfte auch gefahren sind. Das mag daran liegen. Abrechnungstag freut mich immer, aber wir brauchen jetzt hier erstmal die Fahrkarten für unsere Fahrgäste. So, normal. Tageskarte einmal. Bitteschön. Aber so eine schöne Strecke und natürlich wieder Mistwetter, ne? Es scheint hier sowas wie ein Naturschutzgebiet zu sein. Also hier werdet ihr definitiv auch keine Straßenbahnen sehen. Keine Schienen verlegt, kein gar nichts. Apropos Schienen. Was mich ja mal interessieren würde, ist, ob dieses Schienennetz fest ist oder ob wir noch Schienen hinzufügen können oder erweitern können. Das ist eine interessante Frage, finde ich. Aber ich glaube, da müssen wir abwarten bis zum Release, wenn die Tram erscheint. Müsste erst bald soweit sein. Viertes Quartal beginnt in einer Woche, gut, am 1. September. Dann sind wir schon im vierten Quartal. Das heißt, jetzt im letzten Quartal wird es, glaube ich, Schlag auf Schlag gehen. Wie gesagt, erst natürlich die Schulbusse, dann gibt es nochmal ein Buspaket und dann zum großen Finale das Trampaket. Ich glaube, wir können uns auf all das schon mal freuen. Also so wirklich Aussetzer, Ausreißer hatten wir bei Astagon hier beim Bussimulator noch nicht. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil die Strecke kenne ich noch gar nicht so. Ich bin die auch nach dem Release, glaube ich, nur ein-, zweimal gefahren. Und auch nicht in dieser Streckenführung. Deshalb muss ich jetzt so ein bisschen spicken und gucken. Oh! Ich schwimme hier wieder mit der Steuerung.
Bei dem Wetter kann man sogar sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Doch, hier oben waren wir schon mal. Jetzt habe ich so ein bisschen Erinnerung, das ist so ein Camperplatz, glaube ich, auf dem Berg, ne? Oder? Irgend sowas. Ui! Fast vorbeigehauscht hier. Entschuldigung. Ja, nicht perfekt geparkt, aber dafür perfektes Timing. Man kann nicht alles haben. Ja, gehst du da mal aus dem Weg, mein Freund? Oha, ein Damm. Sowas finde ich richtig geil. Ach, solche Sachen gefallen mir ja. Er kennt mich. Na? Was war das denn? Ganz schön fies verlenkt hier, Herr Peru. So, weiter geht's. Seniorenticket, einfacher Tag. Na, bitteschön. Die Studenten sind auch an Bord. Einfache Karte, bitte. Student, okay. Das wird gar nicht geguckt. So. Entschuldigung, bitteschön. Aber hier sieht man wieder, wie wichtig und gut es ist, wenn man eine ausbalancierte Strecke macht, die Leute regelmäßig ein- und aussteigen, dass du also immer diesen Flow drin hast, dass die Leute kommen und gehen. Dann hat man immer einen vollen Bus und natürlich entsprechende Einnahmen. Das ist uns, glaube ich, auf der Route jetzt hier ganz gut gelungen. Bis jetzt haben wir da auch immer ganz gute Zusteigezahlen. So, mitten im Nichts hier an der Haltestelle. So, Tickets. Diesmal sogar zwei. Junge. Ist da noch jemand?
So, meine Frage an euch da draußen, könnt ihr mir gerne in den Chat oder mal in die Kommentare schreiben. Was fahrt ihr eigentlich lieber? Fernverkehr im Fernbus-Simulator oder vielleicht doch lieber entspannt hier im Nahverkehr wie im Bus-Simulator? Ich bin mal gespannt auf eure Antworten. Ich persönlich mag beides gern. Der Nahverkehr ist ein bisschen gemütlicher, finde ich. Ne? Auch wenn der Fahrplan mal ein bisschen straffer ist. Aber man sieht ein bisschen mehr, weil man ja auch öfter hält. Deshalb fahre ich den ganz gerne. So, da ist ein Rolli. Schnell mal die Rampe raus. Und schon wieder Zahltag hier. Tageskarte. Wie schön. Wie, der Rolli will nicht mit oder was? Jetzt sieh mal zu hier. Ich glaube, es hackt. Die Haltestelle. Ach, da! So, wir sind auch wieder gut in der Zeit, sehe ich. Das Zeitmanagement hat gepasst. Super. Dann gleich weiter. Jetzt kommen wir auch gleich zum Hazel Hotel und da hatten wir das letzte Mal die Route angefangen. Das heißt, wir waren schon, wie ich vermutet habe, schon fast gegen Ende der Route. Also das war dann jetzt die volle Runde, so wie es sein soll. Und dann schauen wir mal, wenn wir an der Endstation ankommen, müsste sich eigentlich auch die Leistung unserer NPC-Fahrer dann deutlich verbessert haben. Hoffe ich doch. Weil 48% ist ja ein bisschen wenig, ne? So, immer rein, was keine Miete zahlt. Raus meine ich. So, was will er hier? Eine normale Fahrkarte. Tageskarte, bitteschön. So, Seniorenticket einfach. Das war's? Okay.
Ja, weiter hier, mein Freund. Weiter, weiter, weiter. Was macht er denn da? Ah, hier wird der Rolli auch raus, sehe ich gerade. Dann schnell die Rampe raus. Und Türen auf. Bitteschön. So, Fahrkarten werden auch benötigt. Eine Wochenkarte. Was haben wir noch? Nichts. Sehr gut. Dann eine Rampe wieder rein. Und Abfahrt. Jetzt noch mal aufhört. Hallo? So, Senioren. Tageskarte. Zwei Stück, bitte. Das ist eine normale, einfache Fahrt. Mit schön. Irgendwie sind wir, glaube ich, in die Rush-Hour gekommen. Es wird zu langsam voll auf den Straßen hier. War's das, Freunde? Ich hoffe, weil ich schließe die Türen. Ja, fahr, Junge. Junge, Junge, die fahren sich in Stiefel hier heute. Waren wir schon so ein bisschen aggressiv hier gerade, ne? Ja, Jung, was ist jetzt los hier? Noch nix. Leute, Leute, Leute. Solche Typen machen einen den Fahrplan kaputt, ne? Da bis in der Zeit alles passt und da hast du so eine Knalltüte dazwischen, ne? Original.
wie im richtigen Leben, ne? Ich glaube, der Regen ist jetzt auch langsam vorbei. Warte mal, ich mach gleich mal die Scheiben. Oder? Nee, der träumt noch ein bisschen mehr. Ja, ich lasse ihn nochmal an. Sicher ist sicher. Aber mit Wildwechsel war auch hier bis jetzt nichts. Hm, schade. Also bis jetzt habe ich noch kein einziges Stück Wild hier gesehen, auf der Strecke, das auf die Fahrbahn gelaufen wäre. Ich meine, gut für uns. Die Unfallgefahr gleich minimiert. Okay, jetzt sagt er uns auch Bescheid, Regen vorbei, okay. Ja, der Mokel da auf der Kreuzung hat uns jetzt richtig Zeit gekostet. Ja, gucken wir mal kurz, was wir hier so gerade aktuell verdienen. Ist gar nicht so schlecht. Wir sind also definitiv im Plus. Das ist gut. Du bist eine Fahrkarte, kriegst du? Moment. Entschuldigung, ich musste gerade mal die Abrechnung durchschauen. Was willst du jetzt? Seniorentickets. Wochen... jetzt verklicke ich mich auch noch, ne? Eine Wochenkarte. Und tschüss. Rampe müssen wir auch noch einfahren. Da ging er hin. Mein schöner, pünktlicher Fahrplan. That's life. Aber wie gesagt, wir können ja noch ein paar Stellschrauben ziehen. Na, also hier so ein bisschen... Komm ich rüber? Ja. Wir können da natürlich noch ein bisschen die Stellschrauben ziehen, wollte ich gerade sagen. Und, hey, es war dunkelgrün. Und natürlich die Fahrplanzeit noch ein bisschen anpassen, individuell. Dass wir da ein bisschen mehr Luft haben. Aber ansonsten ist die Strecke nach meinem Geschmack gut gelaufen. Bitte alle aussteigen. Kann man sich nicht beschweren. So, hier brauchen wir auch nochmal die Rampe. Ja gut, dann macht, was ihr wollt. Ich stress mich da jetzt nicht ab. Der Kollege übernimmt. Und dann könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich sehe da nichts, durch das die Rampe jetzt irgendwie blockiert wird. Wie macht das die Kollegin? Ach, bei ihr funktioniert's, oder wie? Ich fühle mich gerade ein bisschen diskriminiert. Was macht sie da eigentlich gerade? Lenkprobe oder was? Was macht die denn mit den Vorderrädern hier? Naja, mir soll's ja egal sein. Freunde! Ja, damit haben wir uns ein bisschen, eingekauft wieder, ja. Dankeschön an den... Was? Andi ist krass. Danke für dein Foto. Ich hab's jetzt gerade erst gesehen. Ich war jetzt so mittendrin, sorry. Ich, hab's nicht übersehen. Ich, doch, ein bisschen. Aber jetzt sehe ich's. Danke für dein Follow und deinen Support für den Kanal. Das soll's von mir gewesen sein. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg zur Arbeit. Freunde, ich wünsche euch einen... lockeren, anständigen Arbeitstag oder Schultag, wie auch immer. Lasst euch nicht stressen. Wir sehen uns das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.